Moin moin miteinander, willkommen zu Neverwinter. Ja, wir sind hier in der Pirates Skyhold auf diesem Schiffchen und heute geht's natürlich weiter mit der Quest, mit dieser Elementarquest. So, es geht auf die Wind- und Flammeninsel. So, bin mal gespannt, was uns da erwartet. Ich möchte einmal ganz kurz mir den nächsten Segen holen. Schwupps. Ja, und dann, ja, weiter geht's, ne? Mal gucken, wie lange meine Stimme durchhält. Aber frischer Kaffee steht bereit. Schwupps. Ja, eine kleine Minisequenz. Ah, da ist Minsk bereits, okay. Sind wir auf der... Nee, das ist eine komplett eigene Karte, ne? Na gut. Okay. Warum nicht? Hier können wir wieder fliehen, ne? Genau. Ein kleines fliegendes Ruderbötchen. Irgendwas Interessantes da oben geht es irgendwie längs. So, Minsk, mein Freund. Erzähl, was gibt's Neues? Endlich seid ihr hier. Wo wunderte sich, wo ihr geblieben seid? Wir können es kaum erwarten, Gerechtigkeit auszuteilen. Mit viel Gewalt. Der ist so geil. Wie seid ihr so schnell hierher gekommen? Wenn es Böses zu bekämpfen gilt, ist keine Zeit zu verlieren. Vorsicht! Der Weg wird durch feurige Barrieren blockiert. Wäre ich alleine, würde ich einfach hindurchgehen. Doch will ich Boos Pelz nicht versenken. Ach so. Es muss einen Weg geben, diese Fallen zu überwinden. Was ihr sagt, ist weise. Sagte dasselbe. Wir entschlossen uns, auf euch zu warten. Da ihr nun hier seid, können wir fortfahren. Ich bin begierig darauf, mit gepanzerten Stiefeln ihre elementaren Hintern zu treten. Der ist so geil. Okay, Bu soll sich auch beteiligen. Räusper? So. Ah, Feuerelementare. Na klar, was auch sonst. Hexenmeister. Ups. Oh, gerade fällt mir was ein. Ich wollte ja noch etwas sagen, was es Neues gibt. Das ist sogar etwas ziemlich Wichtiges. Und zwar ist mir gerade eingefallen, als ich hier so einen Trank aufgelesen habe. Tränke. Da gab es eine Änderung jetzt. Man hat ja diese Tränke hier, ne? Verteidigung oder kritische Treffer und Kraft und Erholung und Robustheit, ne? Was es halt so gibt. Und diese Tränke, ja, also vor großen Kämpfen, ne? War es ja so üblich, dass man jeden Trank einmal nimmt, ne? Also von allem etwas und dann hatte man echt einen riesen Boost, ne? Also Robustheit und überall hatte man einen Boost. Das geht jetzt nicht mehr. Also auch hier haben die Entwickler praktisch die Daumenschrauben angezogen. Man kann nur noch einen Trank trinken. Ne? Wenn man hier, nehmen wir mal an, ich nehme jetzt Kraft. Zack. Dann habe ich hier jetzt Kraft. Ne? Ganz toll. Eine Stunde lang. Großer Energietrank. Hm. Möchte ich jetzt was anderes, zum Beispiel den hier, kann ich das nehmen? Klar, kritische Treffer. Zack. Dann verschwindet der Energietrank. Ne? Also es geht immer, es ist immer nur noch ein Trank aktiv. Man kann nicht mehr alle fünf nehmen. Das heißt, man sollte sich jetzt überlegen, was will man eigentlich, ne? Will man Robustheit oder will man mehr Schaden austeilen? Naja, okay. So, Feuerschale löschen. Unsinn! Wir sind genauso mächtig wie diese heulenden Trottel. Ich habe außerdem gehört, dass wenn Sie sagen dabei die ganze ist, Zeit, dass es ohne Luft keine Feuer gäbe. Ihr müsst zugeben, dass sie nicht ganz Unrecht haben. Warum wurden wir zur Wache eingeteilt? Warum schmeißen die Luftkultisten hier den Laden? Hey, jemand hat das Tor deaktiviert!
Ja, wenn's linke mal schön. Also, ich weiß nicht, ob das Timing der Videos einfach, keine Ahnung, optimiert ist auf die englische Sprachausgabe oder ob es einfach generell schlecht ist, aber es ist schlecht, ne? Die Schnitte sind komisch, ne? Wo der eine dieses Gesicht gezeigt hat, die Grimasse geschnitten hat oder sowas. Diese eine Sekunde, die er dann im Bild war, das war ganz komisch, ne? Die sprechen auch alle durcheinander und also hier bitte Cryptic nachbessern. Es ist ja klar, dass bei so einem riesigen Modul nicht alles stimmen kann, aber irgendwie macht das doch die ganze Sache ein kleines bisschen kaputt. So, was haben wir hier bekommen? Also die ganzen Sachen werden wir ja nicht wirklich brauchen, ne? Tunika des versunkenen Dolches. Wie sieht die denn aus? Ja, so hübsch ist sie. Vielleicht könnte man sie zum Verzaubern benutzen, ne? Wenn man irgendwie... Ich überlege gerade, ob ich diese Sachen jetzt alle in ein Artefakt reinschmeiße. Einfach um Platz zu machen. Hä? Null maximale Trefferpunkte? Erquickende Lederrüstung des Parierens. Anding. Null maximale Trefferpunkte. Yay. Geil. Sehr geil. 62, das identifizieren wir noch nicht. Wisst ihr was? Ich schmeiß das jetzt einfach... wo schmeißen wir es rein? Wieder hier in den Gürtel. Ist ja eigentlich Wurst, ne? Ah, Moment. Na, egal. Ich will Platz haben. Ist mir Wurst. So, schwupps. Weg ist das Zeug. So, weiter geht's. Minsk, komm. Ja, komm schon. Aber Rantenleder. Ja, ich muss definitiv hier mein Inventar ausmisten. Quietsch, quietsch, quietsch! Batman! So. Wer bist du? Schreckensreiter. Nee. Schreiterreiter. Ein Schreiterreiter. So, was seid ihr? Plänker... Planker. Planker, das hört sich an wie Planking, ne? Ihr kennt ja, ihr wisst ja, was Planking ist, ne? Gefährliche Sache, ne? Je nachdem, wo man es macht. Gefährliche Sache. Sind schon neu bei gestorben. Kann ich nicht empfehlen. So, okay. Nächste Barriere, löschen.
Bei der Macht der Feuersbrunst, der Elementarebene des Feuers! Na? Mach an das Feuer! Hoff. Ich habe irgendwie eine größere Flamme erwartet. Ich weiß nicht wieso. Es machte so ein bisschen so Hoff. Oh. Brennt mit mir! Ja, tanz mit mir! Für die Urflamme! Oh, meine Katze hat genug Erfahrung gesammelt, um aufzusteigen. Das ist aber schön. So, soll ich das ganze Zeug hier aufsammeln? Irgendwie nicht so die Lust. So. Feuersame gehört uns. Wahrscheinlich bekomme ich hier aber auch noch den Windsamen. Ja, Grimoire. Wieder sind wir voll entsorgen. Das Ding hier können wir auch entsorgen, ne? Auf einen Gefährten 15% brauchen wir im Moment nicht. So, entsorgen, entsorgen, entsorgen. Weiter geht's. Was ist das? Falle entschärft. Ah. Ja. Und was ist das? Hier ist ein Knopf. Ah. I see, I see. Wir gehen drauf und hier macht es Bumm. Ja, da wird dann ein Fall rauskommen. Sollen wir kurz reingehen, damit wir die neuen Fallen mal testen? Ich will mal sehen, was die an Schaden machen. Das interessiert mich echt. Pam. So. Okay. Schaden hält sich in Grenzen, würde ich mal sagen, ne? Wir haben jetzt nicht so viel Schaden bekommen. Aber wir sind verletzt, ne? Schaut mal hier. Da. Körperverletzung. Deshalb fallen, wenn es geht, entschärfen oder gar nicht erst darauf treten. Also, dadurch, dass die Fallen verletzen, ja, sind sie schon in ihrer Art und Weise jetzt eine echte Falle. Ah! Ah, was... Ah. Ich hasse Fallen. Ich hasse sie jetzt schon. Komm schon. Ist immer noch da. Nein, eigentlich finde ich es gut, dass es so ist, wie es jetzt ist. Weil die Fallen dadurch zu dem werden, was sie tatsächlich sind. Eine Falle. Minsk, es geht weiter. Ich bin mit Sicherheit wieder voll, ne? Ah, fast. Das Ding kann weg. Oh, sagt Minsk, wir müssen angreifen. Angriff! Ein
Ich schaue mich ja immer so gern um. So, nächster Segen. Den habe ich jetzt aber mehrfach bereits, ne? Irgendwie schaltet er nicht auf den zweiten. Komisch. Okay, scheinbar gibt es einen Bug mit den Segen. Lenker und... Oh, komm. Ja, Minsk, mach ihn alle! Krä, krä! Fast runtergefallen. Fast runtergefallen, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht runterfallen, Leute. Ein Hurricane. Und ein Scharfschütze. Rums. Irgendwie, hier war eben Periodit angezeigt, den habe ich nicht aufgehoben. Kann es sein, dass auch da etwas verändert wurde, dass quasi Edelsteine automatisch aufgehoben werden? Kann das sein? Könnt ihr das bestätigen? Ich habe dazu nämlich, glaube ich, nichts gelesen. Oder ich habe es überlesen. Kann ja passieren. Dass Edelsteine automatisch aufgehoben werden, wenn man drüber läuft, ohne dass man auf Aufheben drückt. Wäre ja ganz nett. Würde man keine vergessen. Narren! Der Baum des elementaren Gleichgewichts kann euch nicht helfen. Unsere Vernichtungssphäre wird bald fertig sein. Unser heulender Hass wird entfesselt und Neverwinter wird zerstört werden. So, Minsk hat schon mit dem Finger, mit dem erhobenen Zeigefinger. Ich bin bereit, einem tyrannischen... okay, habe ich zu langsam gelesen zumindest aber. So. Minsk, da sind sie. Schwallschild, ein Schwallschild. Und ein Zepierschleicher. Ja, Minsk, wo tut euer Schlimmstes? So, da kommen die nächsten. Das war ja ein geiler Angriff. Ich muss mir mal angucken, ob das wirklich ein Wolf ist, wie er da aussieht. Oder ob das ein großer Hamster ist. Aua. Ey, schaut euch das mal an. Ich habe nur noch die Hälfte Leben. Ja, also Lebensentzug. Von Lebensentzug merke ich nicht viel im Moment. Der, also wenn er einschlägt, ist man sofort wieder komplett voll. Das Problem ist, dass er so gut wie nie auslöst. So, den nehmen wir auch noch. Und gut, ich würde sagen,
für heute genug. Ich mache ein kleines Päuschen, werde mein Inventar noch ein bisschen aufräumen. Und in der nächsten Folge geht es natürlich weiter. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken und bis bald.